Willkommen zurück bei Pokémon Diamant. Letztes Mal sind wir hier im wunderschönen Schneedorf Blitzach angekommen. Ist ein Dorf, ja. Dieser wunderbaren Stadt hier. Dörfchen, dies, das, Schneegebiet. Nee, es ist wirklich schön hier. Und wir schauen uns heute einfach mal ein bisschen um. In diesem Dorf. Und hier erwartet uns auch der 7. Arena-Kampf. Machen wir vielleicht auch noch heute, je nachdem. Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch hören? Nun gut, der hippe Spruch lautet... Leitwert! Das ist total in das zu sagen. Das erinnert mich jetzt an die dritte Generation, da gab es auch hippen Spruch. Für was war denn das nochmal gut? Hä? Was? Ach so, der Fuzzi bringt dir neue Wörter fürs Wörterbuch bei. So, wenn du einen Brief schreibst oder so. Es sind einfach neue Wörter tatsächlich, um deinen Wortschatz zu erhöhen. Finde ich gut. Finde ich gut. Nehmen wir. So, außerdem, einen kleinen Funfact über Blitzach. Ihr seht ja, dass es hier so ein bisschen schneit. Ja? In Blitzach kann es aber auch zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen, um genau zu sein, Diamantstaub geben. Ja, dann schneit es hier nicht, sondern dann rieselt Diamantstaub. Und die Zeiten für den Diamantstaub sind nämlich der 12. Januar, der 29. Februar, der 15. März, der 22. April, der 1. Mai, der 20. September, Mist, wir haben den 5. und der 30. Oktober. Dann fällt hier in Blitzach Diamantstaub. Was ziemlich cool ist. Ist auch voll schön. Ja, so ein kleines Easter Egg-Gedöns. Ich weiß aber auch gar nicht mehr ganz genau, warum der fällt. Ich habe gedacht, das hat was mit Geburtstagen der Entwickler zu tun. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich finde das gerade nicht mehr wirklich raus. Willst du zum Tempel von Blitzach? Du weißt, dass du da nicht hinein darfst? Noch nicht. Auf jeden Fall ein schönes kleines Easter Egg an der Stelle oder wie auch immer man das nennen möchte. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen muss. Das ist nicht verkehrt. Und auch nochmal als kleiner Funfact, Blitzach, ihr seht ja das, dass es so komisch hier alles angeordnet ist. Blitzach, nämlich, wurde so im Design einer Schneeflocke designt. Das soll so ein bisschen aussehen wie eine Schneeflocke. Das ist halt echt cool. Man erkennt es auch ein bisschen. Gucken wir hier noch. Du hast nicht zufällig ein Pokémon namens Meditalis? Wenn doch, tauscht du das Meditalis gegen mein Apollo? Nein. War das nicht ein Apollo mit Ewigstein? Oder war das in einer anderen Edition? Ich glaube, es hat einen Ewigstein, ja. Ich mag die Lebhaftigkeit und den Charme meines Mädchens. Ach, cute. Okay. Und das war's dann grundsätzlich schon hier. Wir haben alles gesehen. Ja, das war's. Hier gibt es nichts im Umkreis und das macht uns einzigartig. Das stimmt. Es ist halt wirklich die abgelegenste Stadt in ganz Sinnoh. Siehe Karte da unten. Ich meine, hey, ne, das ist halt, ne, ist klar auf jeden Fall. Ja, gehen wir mal kurz dahin, da können wir eh noch nicht wirklich hin. Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blitzach betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Na gut. Nur Ausgewählte. Na, entweder nach dem Orden oder spätestens nach der Liga. Irgendwann dürfen wir da auf jeden Fall rein. Ja, aber das war auch schon Blitzach. Das war alles. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Schönes kleines Dörfchen. Okay, pass auf in dem Fall. Pokémon Arena Blitzach, Leiterin Frieda, das Diamantstaubmädchen. Ach so. Das ist ja interessant. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, an 7 verschiedenen Tagen. Wäre es jetzt 8 gewesen, hätte ich gesagt, okay, das sind die Geburtstage der Arenaleiter.
Diamantstaubmädchen. Vielleicht ist Frieda an dem Diamantstaubtag nämlich geboren. Das war jetzt meine Überlegung. So, Arena, die ganz lustig ist, weil hier müssen wir Schneebälle zerstören. Das ist ganz lustig. Wir können hier also rutschen und mit genug Schwung müssen wir uns hier den Weg frei bahnen. So in etwa. Zack. Genau. Voll lustig. Und ich glaube, wir kommen hier nicht drum rum, alle Trainer mitzunehmen, schätze ich jetzt mal. Hier reicht auch der Schwung nicht. Aber hier dafür, guck mal. Das ist eine echt witzige Idee tatsächlich. Aber ich weiß das Rätsel jetzt auch nicht mehr auswendig. Da können wir jetzt ein bisschen... Müssen wir ein bisschen gucken jetzt. Gut, das war schon mal gut. Was ist denn das? Du hast nicht gegen mich gekämpft gerade. Aber jetzt natürlich. Der Trickboden der Arena macht dir schon zu schaffen, oder? Wenn du während des Kampfes nicht die Ruhe bewahrst, bist du verloren. Ach, easy. So schlimm ist das hier jetzt noch nicht. Schwierig. Auch nicht wirklich. Ach, Rebecca, hallöchen. So, so, Pelipper. Das kriegen wir alles gut hin. Leute, das kriegen wir hin. Da, da, da. Mal schauen. Entweder, das wäre jetzt witzig, wenn wir das alles in diesem Part schon schaffen. Halt. Blitzach, die Arena und die Leiterin. Wäre praktisch. Das ist nicht sehr effektiv. Hey, dafür hat es aber echt eine Menge abgezogen. Ja, dann... Machen wir mal so. Vom Level her dürften wir eigentlich auch gut am Start sein, tatsächlich. Auch für Frieda. Ein bisschen aufpassen müssen wir tatsächlich dann, glaube ich, bei ihr. Aber das kriegen wir, glaube ich, gut hin. So. 42, guckst du. Ey, guckst du. Naka. Oh, shit. Nein, danke. So. Entoron. Okay. Dun, dun, dun. Ich bleib erstmal bei Ego Trip. Ist halt ganz witzig, die Attacke. Man kann ja Lucario immer wieder die Attacke beibringen, Nahkampf, wenn es so wäre, mit so Herzschuppen oder so. Ich bin eh so im Hinterkopf, habe ich immer noch Ableithieb, wäre ganz lustig oder so. Nahkampf. Ja, ist schon gut. Aber, ja, Verteidigungen sinken halt enorm, ne, dadurch. Ja, weiß nicht. Was ist denn das jetzt hier? Was soll das denn? Ich wollte Pachi Donnerblitz beibringen, ne? Ich guck mal. Ob ich das nicht vielleicht gleich wirklich mal mache jetzt. Pachi ist halt leider trotzdem nicht so stark, ne? Die Schockwelle blockiert. Naja, egal. Wir haben ja noch eine Elektroattacke. Tschüss. Ja. Stalos? What? Shellterra! Ich brauch dich zum Defensen, geh? Genug Items haben wir übrigens auch, wenn dem so wäre. Wenn wir irgendwie zernichtet werden sollten. Beleber, Hypertränke, bla, wir haben alles. Alles. So, was ist da los? Stalos. Pass mal auf. Erdbeben. Haben wir ja nicht umsonst. Hehehe. Da, 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 da. Geil. Scheiße. Felsgrab, sagst du? Ha! Jo, Zertrümmerer geht auch, oder? Verdammt. Warum ist Zertrümmerer so schwach? Was ist das? Och nö. Och nö.
Was ist das denn? Rasierblatt? Ist wenigstens Step? Komm schon. Danke. Meine Fresse. Zertrümmer, hast du eine Kackattacke? Ich weiß nicht. Oh yeah. Perfectly. Das war Rebecca. Du bist überraschend cool geblieben. Zumindest habe ich jetzt warme Stiefel. Ihh. Schweißfüße! Scheiße. Da oben hockt sie, die Frieda. Reicht das? Das reicht! Okay. Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie... Also so... Die haben wir doch schon weggedonnert. Komm, geh weg. Dreh dich um. Fuck. Ich befasse mich seit noch nicht allzu langer Zeit mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Ja, geil. Das sind gute Freunde. Nicole, so. Wenigstens nur ein Pokémon, das geht ja dann ratzefatze. Das ist ja gut. Ich sollte mein Pokémon endlich mal wechseln. Lucario, das ist... Das ist einfach nicht gut. Finster Aura. Oh nein. Aua. Ein bisschen zumindest. Finster Aura, komm schon. Spüre die Macht der Finsternis. Ah. Das ist gut. Nochmal das Ganze. Okay, das war's. Zum Glück. Kann ich glauben, wie stark du bist, danke, Herbla. Also. Machen wir das. Und dann müssen wir jetzt wirklich mal hier hingucken. Ah, Eisstrahl, das wäre halt wirklich gut. Es war so klar. Gigasauger, ja. Donnerblitz. Donner. Donnerblitz. Schockwelle. Feuer, Flammenwurf. Kann irgendwas Flammenwurf? No. Hitzekoller. Fokusstoß. Die Spezialverteidigung des Gegners sinkt eventuell. Das ist ein viel geilerer Angriff, ganz ehrlich, ja. Und ich hoffe, das kann Lucario, siehst du mal. Und Galagladi auch. Sehr gute Sache, das an der Stelle. Ladestrahl. Der Spezialangriff steigt. Stärke 50. Ach so. Entschuldigung. Ja, steigert eventuell Spezialangriff. Sagste. Ich muss mal ganz kurz hier. Lade. Strahl. 70, um 70% die Wahrscheinlichkeit, dass der Spezialangriff steigt. Das ist ja gut. Oder? 80. Ist halt schwächer, wa? Aber wenn halt. Ja, komm. Mach ich mal, gell? Mach ich mal. Habe ich jetzt Lust drauf, einfach. Können ja andauernd wechseln, das ist ja das Coole. So. Ach ja. Ne? Cool. Dann wollen wir mal hier runter. Zack. Jetzt fehlen nur noch die beiden Bälle.
Da muss ich halt jetzt überlegen, wie ich zu den Bällen dahin komme. Da ist auch noch ein Ball. Ich muss von dahin. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Oh, warte mal, ich kann auch so machen. Zack! Ja, ne? Jetzt muss ich nur schauen. Ah! Guck mal, so schwer ist das gar nicht. Aber es fehlt trotzdem noch ein Ball. Den kriege ich, wenn ich... Hä? Da muss ich ja... da hinten hoch. Das heißt, ich muss hier lang. Hä? Da muss ich ja den Ball zerschießen. Das geht doch überhaupt gar nicht. Warte mal, hä? Was ist das? Da muss ich jetzt erstmal gucken gehen. In dem Fall hier? So? Ja, so nicht. Entschuldigung, meine Güte. Och nö. Arschkrapfen. Deine Willensstärke wurde durch alles keine Schneestimme geformt. Jetzt wirst du zurück in deine Willensstärke. Ist ja stark, Alter. Ingwer. Why? Is your name Ingwer? Richtig scharfer Typ an der Stelle. Okay. Aeroas. Mhm. Cool. Ui, toll. Shelterra, ich brauch dich. Wenn du jetzt einen Eisstrahl kannst, ich kack dir in den Nacken. Gut. Was? Oh, ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Kack Ernst? Na zum Glück. Vierfach Schwäche. Tschüss. Oh mein Gott. Wegen einmal Aquavelle direkt verwirrt. Perfekt. Absolut perfekt. Das war die Ingwerwurzel. Gut, jetzt hätte ich aber trotzdem noch gern den Ball da weg. Sonst kommen wir da nicht durch. Das geht mir immer wieder durch und durch. Ich muss erstmal wieder hier hoch. Es hängt natürlich mal wieder an einem Ball. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht, oh Gott. Ich blick's nicht. Also an der Stelle. Das Rätsel ist cool. Wegen diesem einen Kackball. Ich muss da hinten hin. Aber wie? Da muss ja der Ball weg. Aber das geht ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Ich kann auch nicht zu ihm. Das ergibt ja auch keinen Sinn so. Nee. Irgendwie ja nicht, ne? Ich muss irgendwie da hoch. So, so. Ah, so. Okay, ich hab's. Guck mal, ich muss hier hin. Dann einfach hier hin. Und dann... Scheiße. Dann die ganze Zeit in den Schneesturm von Blitzach gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abgehärtet hat. Das ist ja ganz toll. Richtig harte Nummer.
Dennis! Ach so! Ach so! Schneebedeckt, okay. Bam, badam, bam, 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 bam. Zum Glück auch nur ein Pokémon, das geht ja wirklich noch. Und dann können wir jetzt außen rum, blablub, und dann ist der Ball weg und dann können wir hoch. Zu Frieda. Ja, dann bin ich ja zu Frieda. Entschuldigung. Die Eisanimationen sind schon hübsch an der Stelle. Eieiei. 20 Minutes haben wir halt schon, wa? Bin am überlegen, ob ich da jetzt schon mal die Folge beende oder so. Oder ob ich den Arena-Leiter jetzt noch mitnehme. Ich weiß nicht genau. So, woher kommt deine Stärke? Ja, vom See der Stärke natürlich. Hä? Ich gehe mal kurz da längsen. Oh Gott, ich muss hier hin. Yes! Siehst du, und schon ist hier alles offen. Wie gesagt, geiles Rätsel, macht Spaß. Okay, Leute. Ja, ich bin mal tatsächlich so frei. Dann mach das einfach in der nächsten Folge. Pass mal auf. Ich werde aber jetzt mal... Wo ist denn hier alles? Hypertränkchen, ne? Verteilen. Ich mache mal mein Team wieder fit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in Pokémon Diamant in der wunderbaren Blitzsach-Arena. Und da krallen wir uns dann den 7. Orden. Freue ich mich. Wir haben es also bald geschafft, tatsächlich. In dem Sinne, Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, die Arena, dieses wunderbare Rätsel, hat euch gefallen. Mir nämlich schon, weil es cool. So, in dem Sinne, Mikrofon wegwerfen. Entschuldigung. Danke, tschüss. Euer Gecko.